Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2 und Raid Mode. Wir spielen diesmal mit dem Gabe. Ja, Gabe ist der, der im zweiten Kapitel im Hauptspiel vorkommt. Das ist der, der den Hubschrauber reparieren soll. Und ja, das ist der, der mit dem Hubschrauber abstürzt und verbrennt. Mit dem Barry findet man irgendwann mal die Leiche. Der war sonst in keinem einzigen Resident Evil vorgekommen. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ja, und wir sind ja hier quasi im letzten Kapitel schon in der Mission 2. Und ich kann euch sagen, Leute, das ist ein riesiger Bullshit. Ja, komm, ich bezahle es. Ja. Oh, scheiße. Ja, ich bin Stufe 73. Ich habe ein bisschen weiter gespielt mit dem, damit ich ein bisschen stärker bin. Aber ich tue das wieder runter auf 63. Und wir starten das. Und ja, wie gesagt, die Mission ist scheiße. Ich habe das schon mehrmals probiert. Ich bin aber immer und wieder jämmerlich gescheitert. Ich habe jetzt meine Strategie ein bisschen umgestellt. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich das Video wieder löschen halt eben. Ja, hier, diese Mission ist, ja, totaler Scheiß. Ich meine, hier die Zombies, das ist ja gar kein Problem. Der Level hier ist aus Resident Evil 6. Hier hat man mit Leon und Helena Haber gespielt. Verpiss dich, ey. Ja. Nochmal gucken. Genau, da habe ich den. Alles cool. Ja, also noch ist alles okay, alles kein Problem. Ist alles machbar und möglich. Ne? Sieht zumindest mal so aus. Verpisst euch. Ja gut, da ist Munition, die ich brauche. Das ist schon mal ziemlich gut. Was war das? Also, naja. Hier, für den habe ich das hier. Fress das, du Missgeburt. Ja, ist ja kein Elite-Gegner, ne? Elite-Gegner, die haben ja immer irgendwas auf dem Kopf. Ah, Magnum hier ist schon okay. Vielleicht kann ich ja durch den Penner durchschießen. Und den anderen direkt mit erledigen. Verdammt, geht nicht. Doch, jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den umgenietet. Mann, was willst du denn? Hau ab. Hinter mir ist doch keiner, oder? Nein. Alter. Gut, 5 Schuss. Naja, wie gesagt, das ist noch alles locker. Ach ja, der. Für dich habe ich ein Scharfschützengewehr. Also so ein Scheißding. Nur halt eben in schnell, die aus Revelations 1, so ein kleiner schneller, sind total für den Arsch. Ja, und ja, das kommt ja gleich sicherlich schon. Ich glaube bei 27 Gegnern, da müsste das Ding kommen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen andere Taktik, vielleicht klappt das. Hau ab. Und du auch. 24. Könnte bald sein. Hau ab. Pisser. Scharfschützengewehr. Vielleicht nehme ich jetzt einfach mal das Scharfschützengewehr. Und knall die Wichser einfach so mal ab. Jo, okay. Da ist er. Die Missgeburt. Ja, hiermit kann ich das ein bisschen abbremsen. Verdammt. Da kommt er angerannt. Mann. Ich hab dem noch nicht mal die Hälfte abgezogen. Jawohl!
dran vorbei. Komm schon. Mann, geh doch endlich mal drauf. Oh, oh, ich muss mich verpissen. Nicht brennen, bitte nicht brennen. Hoffentlich bleibt er an dem stehen. Nein, tut er nicht. Boah, ey, komm, stirb schon endlich mal. Jawohl, ey, ich hab's geschafft, Alter. Gott sei Dank. Mann, die kleinen Pisser, die sind so nervig. Hau ab. Boah, Leute. Glück gehabt. Echt Glück gehabt. Meine... was wollte ich nochmal sagen? Meine Taktik, die hat funktioniert. Oh, scheiße, Mann, war ich nervös, ey. Gerade eben. Gut, aber ich hab's geschafft, ey. Gott sei Dank. Noch ein Video aufgenommen, ey. So langsam habe ich die Schnauze voll hier mit dem... mit dem Resident Evil Revelations 2. Hoffentlich ist das bald rum. Aber ich kann euch verraten, es ist nicht mehr so viele Parts, die ich aufnehmen werde. Ich werde jetzt noch eins mit Claire aufnehmen und dann habe ich ja eigentlich quasi alle Charaktere gezeigt. Dann nehme ich mir einfach irgendeinen und dann spiele ich mit dem den Rest durch. Denke ich mal, das wär schon okay. So Leute, ich verabschiede mich hiermit und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut und tschüss.